meine Lieben, das Wunderwerk der Technik ist endlich da, die Kolmring-Pfeile. Jetzt kann ich an meinem M50-Motor weitermachen. Heute werde ich das Kolmring-Spiel einstellen und die Kolben einbauen. Viel Spaß! Ich will heute speziell auf die Kolbenringe und auf das Kolbenring-Stoßspiel eingehen bei Übermaßkolben. Da man sowas ja nicht alltäglich macht, können sich Fehler einschleichen und im schlimmsten Fall ist der neue Motor Schrott. Neue Serienkolbenringe auf Serienzylinder einbauen ist ja einfach und hat bestimmt schon der ein oder andere gemacht. Da braucht man nur die Kolbenringe auf den Kolben machen, einbauen und fertig. Aber bei Übermaßkolben und speziell bei Motorsportkolben bekommt man den Kolben mit dem richtigen Maß für seine Bohrung. Nur die Kolbenringe bekommt man sozusagen als Rohling mit einem viel zu kleinen Stoßspiel und muss die an den jeweiligen Zylinder und an den jeweiligen Verwendungszweck anpassen. Das bedeutet, man muss vorher festlegen, wie man seinen Motor fahren will. Mit Turboaufladung, mit Nitro-Einspritzung und so weiter. Dementsprechend muss man sein Stoßspiel einstellen. Wenn der Motor heißer wird, muss das Stoßspiel größer sein und umgekehrt. Wenn das Stoßspiel zu klein ist und der Kolbenring sich ausdehnt und keinen Platz hat, drückt er zu stark gegen die Zylinderwand und frisst sich fest. Also lieber ein bisschen mehr Stoßspiel einstellen als zu wenig. Ich habe im letzten Motorenvideo meine Theorie erklärt, wie ich das Stoßspiel einstellen würde. Daher der erste Kolbenring einer höheren thermischen Belastung ausgesetzt ist als der zweite, würde ich das Stoßspiel beim zweiten kleiner machen. Für mich ganz logisch. Aber es hat sich so eingebürgert, dass die Kolbenhersteller beim zweiten Kolbenring mehr Kolbenringspiel haben wollen. Und so zeige ich euch das auch. Man bekommt vom Hersteller immer so einen Zettel, wo die ganzen Multiplikatoren für den jeweiligen Ring und Zweck draufstehen. Hier ist so eine kleine Tabelle drauf. Und da guckt man jetzt, wie man seinen Motor fahren will. Ich nehme hier High Performance Street. Da habe ich den Multiplikator für den ersten Ring. Da steht's, Top Ring, von 0,0045 und für den zweiten Ring 0,0055. Das heißt, man muss für den ersten Kolbenring den Durchmesser der Bohrung, das ist ja bei mir 84,5 mm mal 0,0045 rechnen. Also 84,5 mal 0,0045 macht ein Kolbenringspiel von 0,38. Und für den zweiten Kolbenring wieder 84,5 mal 0,0055 sind 0,46 mm. Das muss jetzt an allen Zylindern eingestellt werden. Für den Ölabstreifer gibt es keinen Multiplikator. Der soll nur nicht kleiner sein als 0,025 mm. Aber die haben meistens alle 3 Zehntel Spiel. So, das war die Theorie, jetzt messen wir. Als erstes messe ich den obersten Ring. Der ist bei solchen Kolben meistens aus Stahl, ist nitriert, also gehärtet. Muss ja auch, da der ja thermisch und druckmäßig am meisten belastet wird. Das Kolbenringspiel wird ja im Zylinder gemessen. Also muss man den Kolbenring zusammendrücken und zuerst diese Seite rein und dann die. Hier muss man aufpassen, dass man sich mit den scharfen Kanten keine Riefen in den Zylinder zieht. Die gehen nicht mehr raus. Dann ist es wichtig, dass der Kolbenring parallel zu dieser Fläche sitzt. Das kann man mit einem Kolben machen. Da habe ich aber keinen Anschlag. Wer eine fast leere Rolle Tesa-Abklebeband hat, kann das damit machen. Die kann man durch Abwickeln genau am Zylinder anpassen. Und wenn man 3 bis 4 mal ein bisschen schmaleres Abklebeband noch draufwickelt, hat man auch einen Anschlag. Und fertig ist das Spezialwerkzeug. Gemessen wird mit einer Fühlerlehre. Ich fange mal mit 0,2 mm an. 0,2 mm geht rein. Die muss auch komplett durchgehen bis zur Zylinderwand. 0,25 mm geht auch noch rein. 0,3 geht ein Stück rein, aber nicht ganz durch. Das bedeutet, ich habe hier ein Stoßspiel von 0,25 mm. Es soll ja 0,38 mm haben. Da man ja mit der Fühlerlehre schlecht bis aufs Hundertste messen kann, runden wir hier auf 0,4 mm auf. Das ist hier völlig okay. Also muss ich mit der Kolbenringpfeile 0,15 mm abraspeln.
Jetzt kommen wir endlich zum Wunderwerk der Technik, die Kolmring-Feile. Sicherlich hätte man jetzt mit einer Schlosserfeile oder einem Dremel was abfeilen können. Aber das Problem ist ja, wenn ich jetzt hier Material wegnehme, muss der Winkel auf jeden Fall stimmen. Denn zum Schluss soll ja das Ende nicht so schräg oder so schräg sein, sondern rechtwinklig. Und das bekommt man mit so einem Gerät sehr gut hin, da man den Kolmring auf diese Fläche hier auflegen kann. Und die Schleifscheibe hat zur Fläche genau 90 Grad. Jetzt braucht man nur noch darauf achten, dass man den Kolbenring auch so lang genau auf 90 Grad randrückt. Dann nur noch hier gegen drücken und schon kann es losgehen. Die Drehrichtung ist auch vorgegeben mit einem Pfeil. Ist ja auch klar, wenn man schleift, drückt sich der Kolbenring gegen den Halter. Ich werde erstmal 4 Umdrehungen abschleifen, da ich nicht weiß, wie viel die Scheibe pro Umdrehung abschleift. Da bin ich lieber ein bisschen vorsichtiger. Es gibt ja so einen Spruch, dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz. Ich taste mich langsam ran. Das dauert zwar ein bisschen länger, aber wenn zu viel weg ist, ist es vorbei. Da kann ich wieder 3 Monate auf neue Kolbenringe warten. Eins, zwei, drei, vier. Ich schleife nur eine Seite ab. Da kann ich auch nur eine Seite versorgen. Man muss dann auch nur eine Seite geraten. Beim Schleifen entsteht ein kleiner Grat. Den muss man wegschleifen. Ich mache das mit so einem Schleifstein. Der hat eine 400er Körnung. Damit geht's ganz gut. Man sollte alle Seiten kontrollieren und wenn gerade dran ist, wegschleifen. Sonst könnte man sich Riefen in den Zylinder ziehen. So ist gut. Jetzt messen wir den nochmal. Wieder rein mit dem Ding. Ausrichten. Mal sehen, ob wir jetzt die 13. reinkriegen. Passt. 3,5 Zehntel? Passt nicht. Das bedeutet, dass ich mit 4 Umdrehungen ca. 0,05 mm Material abgenommen habe. Also muss ich nach Adam Riese nochmal 8 Umdrehungen abschleifen, um 1 Zehntel abzunehmen, um zum Schluss auf 4 Zehntel Ringspiel zu kommen. Na dann mal los. Entgraten. Und wieder rin. Mal sehen. 3,5 Zehntel passt. 4 Zehntel passt stramm rein. 4,5 Zehntel passt nicht. Perfekt. So kann ich den ersten Kolbenring lassen. Jetzt ist der zweite dran. Ich hol den mal schnell. Ich weiß ja auch nicht. In letzter Zeit habe ich so einen Wegräumtick. Ich räume immer gleich alles weg. Furchtbar. So, hier ist der zweite Kolbenring. Den muss ich erstmal messen, um zu sehen, wie viel da noch weg muss. Damit das Kolbenringspiel von 0,46 mm eingestellt werden kann. Dafür muss ich erstmal den Ring rausnehmen. Jetzt kommt der rein. Ausrichten. Ich fange wieder mit 2 Zehntel an. Passt. 2,5 Zehntel. Passt auch. 3 Zehntel. Passt auch. 3,5 Zehntel. Passt auch. 4 Zehntel. Passt auch. 4,5 Zehntel passt auch noch rein. Aha. 5 Zehntel bekomme ich ganz stramm auch noch rein. Was bedeutet das jetzt? Als erstes habe ich keine Arbeit mit dem, denn ich muss nichts abschleifen. Das Stoßspiel, was ich am Anfang errechnet habe, ist das Mindeststoßspiel, was der Kolbenring haben sollte. Und das wäre optimal. Wenn es so wie jetzt 400stel größer ist, ist das nicht schlimm. Denn wie am Anfang schon erwähnt, lieber ein Tick mehr als zu wenig Stoßspiel. Jetzt mache ich mit dem Ölabschleifring weiter. Noch ein kurzer Hinweis für diejenigen, die vom zweiten Kolbenring was abschleifen müssen. Im Gegensatz zum ersten Kolbenring, der ja aus Stahl und gehärtet ist, ist der zweite Kolbenring aus Guss. Das heißt, dass man hier beim Feilen viel mehr Material wegnimmt als beim ersten. Also würde ich hier erstmal mit 2 Umdrehungen anfangen und mich dann steigern. Denn wie gesagt, dran kriegst du nichts mehr. Und das Entgraten nicht vergessen, dann kann nichts schief gehen. Hier ist der Abstreifring. Da misst man nur die Stützringe.
Wie schon erwähnt, sollte das Stoßspiel nicht kleiner sein als 0,025 mm. Aber die haben fast immer viel mehr. Messen wir mal. Der hat 4,5 Zehntel. Und der hat 4,5 Zehntel. Also alles im grünen Bereich. Kann ich so lassen. Jetzt sind wir auch schon durch mit dem ersten Zylinder. Kolmrings Stoßspiel ist bei allen Kolmringen eingestellt. Und genau das gleiche machen wir mit den anderen 5 Zylindern auch. Die Kolmringe wieder zurück in die Schachtel. Da habe ich auch schon eine 1 drauf geschrieben, damit man die nicht verwechseln kann. Wenn das Kolmring-Stoßspiel in allen 6 Zylindern eingestellt ist, geht's ans Zusammenbauen. Ich zeige es euch wieder nur am ersten Zylinder, da die Arbeiten ja immer gleich sind. Als erstes kommen ja die Kolmringe drauf. Und hier weicht es jetzt von der typischen Anordnung ein wenig ab, da man hier mit höheren Drücken fährt. Sollte man es möglichst vermeiden, in diesem Bereich Kolmringstöße zu setzen, da der meiste Druck hier auf dem Zylinder herrscht, nicht der Verbrennungsdruck, der ist ja überall gleich. Aber dadurch vermeidet man zu starke Riefen in der Zylinderwand vom Stoßende. Also kommt der erste Ring so hin, der zweite so. Der Federring vom Ölabstreifer, da kommt das offene Ende dahin. Und die Stützringe so und so hin. Ja, ich weiß, das ist nicht so wie bei Serienkolben. Da macht man die ja immer um 120 Grad versetzt und auch nicht am Kolbenauge. Aber bei so einem Motorsportkolben ist es ein bisschen anders. Darum zeige ich euch das ja. Zuerst kommt ja der Ölabstreifring drauf. Der ist ja dreiteilig. Den Federring macht man als erstes rein. Da muss man darauf achten, dass der nicht so überlappt, sondern die Enden aneinander stoßen. Die kann man ganz einfach alle ohne Werkzeug einbauen. Jetzt kommt der untere Stützring, der ist ein bisschen fummeliger. Und jetzt der obere Stützring. Ausrichten. Fertig. Als nächstes kommt der zweite Kolbenring rein. Die Seite, wo die Schrift ist, kommt nach oben. Den nur so weit auseinanderdrücken wie nötig, damit man den nicht beschädigt. Wer kein Gefühl hat, nimmt lieber eine Kolbenringzange, obwohl man damit auch einen Kolbenring überdehnen kann. Beim ersten Kolbenring das gleiche, die Schrift nach oben. Jetzt kommt die Pleuelstange dran. Da mache ich die neuen Lagerschalen rein. Ich nehme die von Glyco, wieder mit dem Standardmaß. Da steht's, STD. Der Einbau ist ziemlich simpel. Die Schrauben kann man ja wegschmeißen, die müssen ja neu gemacht werden.
Man nimmt sich die Lagerschale und macht zuerst die Seite mit der Nase. Die muss genau in die Nuta rein. Wenn's passt, hier einfach runterdrücken. Fertig. Beide Seiten sollten hier bündig sein. Mit der Seite macht man es genauso. Erledigt. Als nächstes wird das Pleuel mit dem Kolbenbolzen am Kolben montiert. Der Motorenschlagsetzer hat das Pleuel hier markiert. Das kommt dann Richtung Steuerseite. Genauso wie der Kolben. Da habe ich auch schon einen Pfeil Richtung Steuerseite gemacht. Auf der Seite habe ich auch schon den Sicherungsring montiert. Der ging aber so mega schwer rein, das ist echt unnormal. Normalerweise dreht man den mit der Öffnung nach oben. Aber der bewegt sich kein Millimeter. Der sitzt so stramm, da hat man keine Chance. Jetzt ölt man die Pleuelbuchse und den Kolbenbolzen ein. Und schiebt den Kolbenbolzen durch. Nun braucht man nur noch den Sicherungsring auf der Seite montieren. Da kann man die ganze Sache im Zylinder einbauen. Ich wollte jetzt den Kolben in den Zylinder einbauen und habe die neuen Pleuelschrauben geholt. Die habe ich vor längerer Zeit bei BMW gekauft und bis jetzt nicht in die Tüte geguckt. Und, fällt euch was auf? Richtig, falsche Schrauben. Jetzt muss ich wieder das Video an der Stelle abbrechen und die richtigen Schrauben besorgen. Das ist ja echt zum Kotzen. Aber jetzt rumzuschimpfen und die Firma mit den drei Buchstaben zu verfluchen, bringt keinen was. Da hilft nur, alles gleich an Ort und Stelle nachzukontrollieren. Das ist genau das gleiche wie mit dem Innenrotor von der Ölpumpe, obwohl ich die Pleuelschrauben schon vor dem Innenrotor gekauft habe. Ist ja auch egal. Ich besorge die neuen Schrauben und dann geht's weiter. Dann war's das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teile und Werkzeug habe ich euch alles in die Videobeschreibung verlinkt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Gina.